Audi macht den Q8 fit für die nächsten Jahre. Und dabei wird nicht nur ein wenig an den Kanten geschliffen, sondern da wird massiv eingegriffen ins Gesamtkonzept und ein neuer Traumwagen kreiert, nämlich der SQ8. Speziell in der Vorweihnachtszeit erwischt man sich häufig beim Schaufensterbummeln. Ja, der hat Platz. Und der ist richtig schnell. Und der kann nämlich beides, hat viel Platz und ist super schnell. Den hätte ich gern. Der Audi SQ8 macht mächtig Eindruck. Er hat Platz, ist luxuriös und wahnsinnig schnell. Zumindest in der Theorie. Und was er in der Praxis kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Das überarbeitete SUV-Flaggschiff schafft den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Mit stilsicherem Feinschliff verleiht Audi dem SQ8 einen überaus sportlichen Auftritt, ohne dabei auf den klassischen Single-Frame-Kühlergrill zu verzichten. Audi-typisch besitzt das S-Modell am Heck 4 mächtige Endrohre und einen dagegen fast unauffällig wirkenden Diffusor. Richtig auffällig hingegen ist der Innenraum des großen Audi. Audi ist für mich, und ich sag's immer wieder gerne, Innenraumqualitätsweltmeister. Das schaut nicht nur großartig aus, besonders mit dieser Audi-Exclusive-Ausstattung, mit den tollen Farben, packt man sehr, sondern auch die Materialien. Das ist alles weich, das ist alles geschäumt, das greift sich alles super an. Nicht nur im Bereich, den man sieht, sondern auch da unten, bei den Türtafeln, alles weich. Platz bietet das Audi SUV in Hülle und Fülle, vor allem im Kofferraum. Wem das noch zu wenig ist, der darf sich über eine praktische Anhängerkupplung freuen. Natürlich spielt der abgedatete SQ8 auch beim Thema Digitalisierung in der Oberliga mit. Das Infotainment-System hat jetzt nicht nur einen App-Store, es erhöht auch die Aufmerksamkeit. Die Bedienung funktioniert nämlich ohne größere Ablenkung. Beim Fahren des Audi SQ8 kann ich mich immer aufs Wesentliche konzentrieren. Ich muss die Augen nie von der Straße abwenden. Alle notwendigen Informationen, die bekomme ich durchs Head-Up-Display eingeblendet und darunter habe ich ein modernisiertes Audi Virtual Cockpit. Nicht einmal, wenn ich eine Adresse ins Navi eingeben muss, muss ich die Augen abwenden, denn ich gebe es ins untere Touchscreen einfach so ein. Ja, man kann es natürlich auch mit längeren Straßennamen oder Adressen machen, dann muss man halt kleiner schreiben. Die verbauten Systeme schaffen es im Konvolut, die Physik zu überlisten. Die Hinterachslenkung lässt den knapp 5 Meter langen Ringträger unglaublich agil durch enge Kurven fahren. Hier lenkt die Hinterachse nämlich gegengleich. Bei Hochgeschwindigkeitsfahrten hingegen lenkt das System in dieselbe Richtung, um das SUV zu stabilisieren. Ein weiteres Highlight ist die aktive Bankstabilisierung, die den SQ8 neigungsfrei hält. Der obligatorische Allradantrieb sorgt für die bei solchen Gegebenheiten notwendige Traktion. Dieser Motor, der ist für mich richtig ergreifend. Nicht nur, dass er wahnsinnig gut geht, natürlich 507 PS, 770 Newtonmeter Drehmoment. Es ist der Sound, das ist so martialisch. Ich meine, nur wenn man es herausfordert, weil an sich ist der SQ8 irre gut gedämmt, aber wenn man es dann möchte, na dann, boah, dann klingt das wie so ein brunftender Stier und das ist ja, salopp gesagt, die männlichste Kuh, also wenn man versteht, was ich meine. Der Audi SQ8 unterbricht die majestätische Stille und zeigt eindrucksvoll, welch technisches Meisterwerk er ist. Um die Frage vom Beitragsanfang zu beantworten, ja, der Audi SQ8 ist eine eierlegende Wollmilchsau. Er hat Platz, Luxus, Komfort und er ist natürlich wahnsinnig schnell. Aber was mich persönlich emotional fesselt, ist, dass Audi eben diesen herrlichen Motor, diesen herrlichen V8 eingepflanzt hat. Und das macht den SQ8 nicht zu einem Performance-SUV unter vielen, sondern zu etwas ganz Besonderem. Es gibt ein Jubiläum, nämlich der Seat Ibiza wird 40. Für uns ist das Grund genug, dass wir jetzt gemeinsam den Jubilar hochleben lassen. Der Seat Ibiza ist einer der beliebtesten Kleinwagen Österreichs und seit rund 40 Jahren ein fixer Bestandteil auf Europas Straßen. Immer ein weniger aufgeweckter und unterhaltsamer als seine Konzerngeschwister und immer auch ein wenig volksnäher. Letzteres ist 2023 ein besonders wichtiges Talent.
Aktuell wird wohl jeder in Österreich merken, dass er weniger im Geldbörsel hat. Der Grund dafür ist die Inflation. Und wenn man in dieser Zeit aber ein neues Auto kaufen muss oder möchte, dann merkt man recht bald, dass bei Neuwagen kaum leistbare Modelle am Markt sind. Außer man schaut zu Seat. Denn dort steht immerhin der Ibiza. Leistbar ist ein dehnbarer Begriff, denn am Ende geht es um das Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses gestaltet sich beim Seat Ibiza besonders attraktiv. Denn auch wenn ein Basis-Ibiza aktuell um 17.290.000 Euro im Schaufenster steht, fährt man dank Jubiläumsbonus und diversen Porsche-Bank-Boni um schlanke 13.790 Euro vom Hof. Ich denke, der Ibiza wendet sich natürlich bei der Preisgestaltung an preissensible Käufer. Aber das heißt jetzt nicht zwingend der Fahranfänger, sondern ich sehe ja auch schon Menschen, die gar nicht mehr diesen Platzbedarf hat. Nicht, dass man nicht genug Platz hat. Für einen Kleinwagen ist das eh alles großartig. Nur ich denke an Golden Ager. Die Familie ist draußen, ich brauche keinen großen Kombi mehr. Ich brauche ein unkompliziertes Auto, das mich nicht überfordert und das mir auch nicht die Haare vom Kopf frisst. Da liegt man halt mit einem Ibiza Gold richtig. In meinem Testwagen ist das Basisaggregat verbaut. Dabei handelt es sich um einen Dreizylinder-Benziner mit 1 Liter Hubraum und 80 PS. Wer eifrig das 5-Gang-Handschaltgetriebe benutzt, wird mit einem Verbrauch von 5 Liter Benzin auf 100 Kilometer belohnt. Das Fahrverhalten lässt sich am besten als fröhlich beschreiben, denn das Aggregat ist drehfreudig und fällt selbst bei höheren Tempi nicht mit unangenehmer Klangkulisse auf. Der Test-Ibiza, mit dem ich unterwegs bin, ist ein Style-Modell und bringt bereits hier die große Welt der Digitalisierung mit sich. Zwei Displays, eins vor mir, eins daneben. Das vor mir kann ich mir konfigurieren. Entweder was Sportliches mit einem Drehzahlmesser, das ist ganz witzig, vor allem wenn man diesen 80 PS Dreizylinder hat, der mag Drehzahlen. Oder ich klicke nochmal drauf und habe eine sehr reduzierte Anzeige. Da sehe ich in der Mitte den Tacho, damit ich auch ja nicht so schnell damit unterwegs bin. Und das ist ein System, das mich jetzt nicht überfordert, weder mit der Information noch mit der Bedienung. Und das ist halt auch eine tolle Sache. Doch das wohl stärkste Argument für einen Seat Ibiza ist wohl sein Gesamtpaket. Denn hier treffen selbst in der Basisausstattung moderne Motoren auf zeitgemäße digitale Lösungen und auf eine umfangreiche Sicherheitsausstattung. Es geht natürlich beim Autokauf darum, wie viel bekomme ich für mein Geld. Man kann jetzt mit knapp unter 14.000 Euro mit einem Seat Ibiza beim Händler losfahren. Natürlich mit dem ein oder anderen Extra wird es teurer. Doch im Grunde ist es gar nicht notwendig. Man bekommt ein Auto, das zuverlässig ist, einen sparsamen Motor hat und modernste Technologien verbaut hat. Und obendrein, und das ist wohl das Wichtigste, es ist sicher. Und somit ist der Seat Ibiza in seiner Reife, die er jetzt hat, der König, wenn es um Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Für dieses Jahr sind wir durch mit Go, denn wir sind tatsächlich schon am Ende dieser Staffel. Wir gehen in die Weihnachts-Neujahrspause und deswegen möchte ich euch im Namen der Go-Crew ein frohes Fest, eine schöne Zeit und einen guten Rutsch wünschen. So, von meiner Seite war es das jetzt aber. Servus und Baba. Go, powered by Turmöl.